Willkommen zurück. Ja, beim letzten Mal sind wir vom Bartrand hintergangen worden. Und jetzt gehen wir hier mal durch die Katakomben der tiefen Wege. So, wo gehen wir am besten längs? Links oder rechts? Ich würde sagen rechts, weil links. Um ehrlich zu sein, ich habe ein paar Minuten schon angespielt, ohne zu merken, dass ich aufnehme. Und ja, da links ist eigentlich nur eine Sackgasse mit ein paar Plündersachen. Und hier rechts ist der eigentliche Weg. Ja. So, Servus. So. Na komm schon. Hast du gleich. Sehr schön. Das freut mich doch. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich irgendwelche Viecher hier hochkommen. Und das sind nicht nur irgendwelche Viecher, sondern Ruchlose. Wow. Mana-Trank. Heiltrank meine ich. Ausdauer. Na komm schon. Gut, so viel dazu. Bei den Flammen, was waren das für Dinger? Irgendwelche Gesteinsungetüme? Soll ich mir das vielleicht mal ansehen? Ja, Varric, wäre nicht schlecht. So, lauter Plunder, so wie sonst auch immer. So, Hawk, du gehst vorne an. Du bist das Bollwerk der Truppe. Servus. So. Du lebst auch noch? Hallo? Was soll denn der Strunz? So. Ja. Ruchlose sind eigentlich nur Steinkreaturen, die zum Leben erwacht sind und sich von Lyrium ernähren, wie es scheint. Also ich denke mal, dass sie sich von Lyrium ernähren. Und das rote Lyrium scheint ihre Quelle zu sein. Servus. So, und ja, ich weiß, dass das Schmettern bringt eigentlich mehr, wenn ich das in einer kleinen Gruppe machen würde. So. So, wieder vorne die beiden. Stärke bewiesen. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Ihr seid bereit zu reden? Ihr seid der Erste hier, der uns nicht einfach angegriffen hat. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Was sind das für Dinger? Sie wirken wie Felsgeister, aber... Sie sind hungrig. Die Ruchlosen bewohnen diesen Ort seit unzähligen Zeitaltern. Sie haben sich von den magischen Steinen ernährt, bis sie nichts anderes mehr kannten als das Verlangen. Okay. Das Lirium? Sie ernähren sich von Lirium? Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Besucher. Anders? Er scheint sich sehr für Ihren Hunger zu interessieren. Er ist ein Dämon und er ist hier, um sich zu laben. Und ich möchte mein Festmahl nur äußerst ungern beenden. Ich spüre euer Verlangen. Ihr wollt diesen Ort verlassen, doch dafür werdet ihr meine Hilfe benötigen. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Was sollen wir tun? Hm.
So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir lehnen ab, wir bringen ihn um oder wir einigen uns. Wie helft ihr uns denn? Warum brauchen wir eure Hilfe, um hier rauszukommen? Es gibt noch eine weitere Tür, die zu den Wegen weit über uns führt. Sie ist es, wonach ihr sucht. Sie ist jedoch verschlossen und kann nicht ohne den richtigen Schlüssel geöffnet werden. Ich weiß, wo dieser Schlüssel sich befindet. Aha. Tut, worum ich euch bitte. Und ich verrate es euch. Also, was denkt ihr? Wir einigen uns. Wir haben wohl kaum eine andere Wahl. Eine weise Entscheidung. Welchen Teil von Dämon habt ihr nicht mitbekommen? Ihr könnt unmöglich von mir verlangen, mich auf eine Abmachung mit dieser Kreatur einzulassen. Nicht weit von hier gibt es eine Gruft, die von einer Kreatur bewacht wird, die mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge ist. Vernichtet sie. Und ihr bekommt eure Freiheit. Hm. War irgendwie klar, dass Anders jetzt dagegen ist. Naja, egal. Ja, hätten wir ihn jetzt angegriffen, um ehrlich zu sein, wären uns Scharen von diesen Ruchlosen entgegengekommen. Das wären zwar laufende XP gewesen, aber nun ja, das wollte ich dem Let's Play jetzt eigentlich nicht zumuten. So, Knochenberg. Knochenberg? Okay. Webanbahn, 2 Heiltränke und 2 Lyriumtränke. Okay. Und ja. So wie es ausschaut, ist da oben die Arena. Da buffen wir uns doch nochmal kurz. Varric. Geschwindigkeit, Papier ist gerade schon deutlich schneller an. Dieser Modus kann nicht parallel Präzision oder Macht eingesetzt werden. Nope. Verteidigung. Und nachgiebig. Heimzahlung. Leibwächter in die Heimzahlung. Ja, und den Modus haben wir schon. Sehr schön. So, dann wollen wir mal, was ne? Was ist das hier? Das ist die Schatzkammer. Hierher müssten die Zwerge ihre... Oh, oh. Das ist nicht gut. Servus. Miep. Oh oh. So, du nimmst einen hiervon. Einmal eine Heilung für sich selbst. So. So. Hawk. Oh oh. Leute. Komm schnell hier weg. So. Anders, eine Heilung auf Evelyn, bitte. Das geht jetzt natürlich nicht, das war irgendwie klar. Na egal. So, Hawk. Ja.
Leute. Kommt da weg. Jungs. Anders, ich hasse sowas. Ernsthaft. So, Hawk, wo bist du jetzt? Da. Sehr schön. So, ganz kurz noch auf den hier. Und da haben wir es jetzt. Sehr schön. Das sollten eigentlich reine Legenden der Zwerge sein. Es sollte sie überhaupt nicht geben. Für mich hat er verdammt real ausgesehen. Ich schätze, das spielt auch keine Rolle. Seht nur, was er bewacht hat. Dies gehört nicht euch. Der Schlüssel, den ihr benötigt, ist in der Truhe. Lasst alles andere unberührt. Auf die Gefahr. Denn es gehört mir. Ausspreche. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Dinge an der Oberfläche wert wären? Wagt es nicht. Das gehört mir, jedes einzelne Stück. Nehmt allein den Schlüssel, sonst werde ich euch vernichten. Das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Und meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, ein Dämon der Habgier. Varric, was meinst du denn? Möchtet ihr? Ich bin euch weit voraus. Ha. Sagt, der Schatz ist unser. Tja. Wer ist nur zwei? Ah, die Party ist eingeladen. Sehr schön. Was das? Gut. So, Truhe. 3 Gold. Truhe. Gesprungener Rosendiamant. Fehlerhafter Rubin. Noch eine Truhe. So, und wenn wir den Gruftschatz eingesammelt haben, dann geht's zurück an die Oberfläche. Gruftschatz. So, 10 Gold. Gürtel der Unwissenheit. Lebensstein. Nackt-Talisman aus Messing, okay. Steingreifer-Handschuhe, 26 Rüstung, okay. Baldassine, Voraussetzung Magier, okay. Na. Nackt-Talisman aus Messing und Gruftschlüssel. Sehr gut, ihr habt den Schlüssel gefunden. Lasst uns die wertvollsten Stücke einsammeln und dann von hier verschwinden. Ja, gerne doch. So, aber zuallererst, so, nein, Winterlast, 86 Rüstung, nein, ist nicht so gut. Waldasine, so, ganzer Schaden, nee, da ist unsere Waffe besser. So, dann bitte, zurück an die Oberfläche. Ich würde sagen, das ist unser Weg zurück. Wie lange dauert der Rückweg? Wenn wir Pech haben, vielleicht eine Woche. Und wenn wir Glück haben? Dann stolpern wir unterwegs über Bartrans Leiche. Ja, das hoffe ich mal auch. Weil ich habe noch mit dem Büschchen Hühnchen zu rüpfen, ne? Endlich. Wieder zu Hause. Ich frage mich, ob Bartrand wieder in der Stadt ist. Denkt ihr, ich habe so viel Glück? Bartrand kümmert mich nicht. Ich bin einfach nur froh, dass wir es unbeschadet zurückgeschafft haben.
Aber wir stehen ja glücklicherweise auch nicht mit leeren Händen da. Der Schatz aus der Gruft ist ein Vielfaches mehr wert als Bartrans dämlicher Götze. Er wird von Neid platzen, wenn er davon erfährt. Ich werde so bald wie möglich meine Kontakte aufsuchen, um sicherzustellen, dass wir den besten Preis erzielen. Ich nehme an, ihr geht nun nach Hause und überbringt eurer Familie die guten Neuigkeiten. Wir werden bald reich sein. Jo. Was geht hier vor? Unternimm bitte nichts. Die Dame Bethany wird zum Zirkel der Magie in die Galgenburg gebracht. Das ist ein Todesurteil. Und Servus Kallen, lang nicht gesehen, ne? Die Galgenburg ist schrecklich. Du kannst nicht dorthin. Ich muss, denn genau dort gehen abtrünnige Magier nun mal hin, nicht wahr? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Der Vicomte hat darum gebeten, im Falle eurer Familie von einer Bestrafung für die Beherbergung einer gefährlichen Magierin abzusehen. Oh, Bethany, was machen sie jetzt mit dir? Mach dir keine Sorgen, Mutter. Mir geschieht schon nichts. Kümmere dich um sie, großer Bruder. Interessanter Stab, den hätte ich auch gerne. Die Schwester des Champion war also im Zirkel. Ja, aber das ist nicht die Verbindung, nach der ihr sucht. Ach, wirklich? Obwohl sie aus ihrem Zuhause vertrieben wurden und man seine Schwester gegen ihren Willen fortgebracht hat? Und was ist mit den Gefährten des Champions? Meryl, Evelyn, Isabella, dieser Wächter, Anders. Erinnert mich nicht daran. Ich habe sie einander vorgestellt. Wir dachten, sie alle seien gemeinsam aus Ferelden gekommen, aber jetzt ergibt das alles einen Sinn. Motiv und Gelegenheit. Und dennoch ist es nicht so, wie ihr denkt. Dann muss ich noch mehr erfahren. Aber nur, wenn eure Entscheidung nicht bereits feststeht. Ich kann jederzeit gehen, falls ihr mich nicht mehr braucht. Erzählt mir, was als nächstes geschah. Der Schatz aus den tiefen Wegen brachte uns ein Vermögen ein. Der Champion kam nach oben, wortwörtlich. Er kaufte ein Anwesen in der Oberstadt. Alle wussten nun, wer er war. Selbst der Vicomte wurde aufmerksam. Bethany war nun im Zirkel. Wir konnten nichts mehr für das arme Mädchen tun. Die Kunari waren auch 3 Jahre später noch dort. Sie behaupteten, sie würden auf ihr Schiff warten. Aber einige von uns wussten es besser. Oha. Drei Jahre sind die Kunari noch in der Stadt, okay. Das hat gar nichts Gutes zu bedeuten, Leute. Überhaupt nichts. Die hacken irgendetwas aus, das schwöre ich euch. So, und was wollen wir jetzt schon wieder beim Vicomte? Haben wir eine Audienz oder was ist das da los? Das Areal sollte nicht von Dauer auf dem Bestand sein. Es steht zu befürchten, dass der Einfluss der Kunari nicht mehr eingedämmt ist. War er das je? In Kirkwall gibt es schon genug Spannung zwischen Templern und Magiern. Aber diese Kunari, sie sitzen da wie Statuen. Warten auf der Erbauer weiß was. Und jeder in ihrem Umfeld wird verrückt. Fast 4 Jahre lang stand ich zwischen Fanatikern. Und jetzt das. Macht es nicht so spannend. Ihr könnt gehen. Okay, was ist jetzt schon wieder los? Meredith an meiner Kehle, Orsino an meinen Fersen und eine Stadt voller Furcht vor ketzerischen Riesen. Das Gleichgewicht blieb nur gewahrt, weil die Kunari keine Forderungen stellen. Selbst der Platz in der Unterstadt war ein Geschenk, um sie unter Verschluss zu halten. Aber jetzt hat der Arishok namentlich nach euch gefragt. Was habt ihr getan?
Kleinigkeiten, kurz, aber ehrlich. Ich konnte einige Male seine Aufmerksamkeit wecken. Ich habe ihn wohl beeindruckt, aber das ist Jahre her. Es ergibt keinen Sinn. Und es ist unwichtig. Ich will nur, dass er Ruhe gibt. Ich erinnere mich, wie ihr meinem Sohn geholfen habt. Es ist euch wohl beschieden, Einfluss auf euer Umfeld zu haben. Redet mit dem Arishok. Macht ihm Zusicherungen, damit er den Frieden bewahrt. Würdet ihr das für Kirkwall tun, Sarah Hawk? Ich helfe, aber das kostet. Wird diese Aufgabe bezahlt? Ich bin sehr gefragt. Ihr habt euch einen Ruf und ein Vermögen erworben. Das muss ich euch lassen. Aber wenn ihr, und zwar nur ihr, diese Situation nicht meistern könnt, dann fürchte ich, werden die einzigen verlässlichen Geldanlagen Schwerter und Rüstungen sein. Dient eurer Stadt. Und dann reden wir darüber, was diese Leistung wert ist. Der Arishok wartet. Ich sollte mehr Zeit mit meinem Jungen verbringen. Das Leben ist einfach zu kurz. Ihr seht gut aus, Sarah. Danke. So, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's denn mit Dragon Age 2. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.